Fünftes Kapitel, in dem Jim und Lukas vom Kristall der Ewigkeit erfahren. Inzwischen war in einiger Entfernung ein Meermann aufgetaucht, der ein ziemlich dummes, glotzendes Gesicht hatte, etwa wie ein Karpfen. Er führte an langen Zügeln 6 weiße Walrösser hinter sich her, die beim Anblick der Meerprinzessin freudig zu schnauben anfingen und das Wasser mit ihren Flossen peitschten. »Prinzessin Susula Pitschi«, rief der Meermann mit einer ganz hohen, quiekenden Stimme, »hier bringe ich die 6 Schimmel.« »Vielen Dank, Wutschel«, antwortete die Meerprinzessin. »Sei doch so nett und spanne sie vor dieses seltsame Schiff hier.« Und zu den beiden Freunden gewendet fuhr sie fort. »Wutschel ist nämlich unser Stallmeister und er hat alle Reittiere unter sich, vom kleinsten Seepferdchen bis zum größten Walross.« Während nun der Stallmeister Wutschel die 6 Vollblutschimmel vor die Lokomotive spannte, zogen Jim und Lukas auf Anraten der Seejungfrau alle Segel ein und verstauten sie sorgsam in der Kajüte. Als endlich alle Vorbereitungen getroffen waren, fragte Wutschel, »Soll ich kutschieren, Prinzessin Susula Pitschi?« »Nein«, erwiderte die Seejungfrau, »das werde ich selbst tun. Vielen Dank, lieber Wutschel.« »Bitte«, quiekte der Meermann und verschwand in der Tiefe. Prinzessin Susula Pitschi setzte sich auf das vordere Ende der Lokomotive und ergriff die Zügel. »Nun haltet euch fest«, rief sie zu den beiden Freunden zurück. Dann schnalzte sie nur ein paar Mal ganz leise mit der Zunge und die 6 Vollblutwalrösser legten sich mit aller Kraft ins Gespann. Bald glitt die alte Emma mit geradezu atemberaubender Geschwindigkeit über das Wasser dahin. Der weiße Schaum spritzte links und rechts von ihrem Bug in hohem Bogen auseinander, und die kleine Lokomotive im Schlepptau tanzte förmlich über die Wellen dahin. Nach einer Weile kam die kleine Seejungfrau zu den beiden Freunden auf das Dach des Führerhäuschens und ließ sich zutraulich zwischen ihnen nieder. Die 6 Walschimmel waren so folgsame und gelehrige Tiere, dass sie von selbst die Richtung und die Geschwindigkeit beibehielten, auch ohne dass jemand sie lenkte. »Ihr werdet euch vielleicht wundern«, begann die Meerprinzessin, »dass in unserem ganzen Ozean niemand vorhanden ist, der das Meerleuchten ganz machen kann.« »Ja, wie kommt denn das?«, fragte Lukas. »Früher müsst ihr doch wohl einen Fachmann für solche Sachen gehabt haben.« »Ja, wir hatten einen«, seufzte die Prinzessin Susula Pitschi. »Bedenkt doch, was alles in Ordnung gehalten werden muss. All die Leuchtfische in der Tiefsee, die Glühblumen, die Glimmerfelsen, die das Meer dort unten erleuchten müssen, wo nie ein Sonnenstrahl hinunterdringt. Aber leider ist unser Fachmann zurzeit nicht da. Übrigens, er heißt Ushaurischum. Kennt ihr ihn vielleicht zufällig?« »Leider nein«, sagte Lukas. »Ach, er ist ein reizender Schildnöck«, versicherte das Meermädchen träumerisch. »Er ist ungefähr in meinem Alter, so um die 10.000 Jahre herum.« »Was Sie nicht sagen, kleine Dame«, meinte Lukas, »so jung noch.« »Ja«, erwiderte die Seeprinzessin, »er ist unglaublich gescheit.« »Bitte«, ließ sich jetzt Jim vernehmen, »was ist ein Schildnöck?« »Das wisst ihr nicht«, rief die Seejungfrau ganz verwundert. »Ein Schildnöck? Das ist ein Nöck mit einem Schild auf dem Rücken, so wie eine Schildkröte eine Art Kröte mit einem Schild auf dem Rücken ist. Und Nöck, das ist bei uns der Name für einen Wassermann. Er sieht so ähnlich aus wie ich, nur dass er keinen Fischschwanz hat, sondern dafür ein Schild. Versteht ihr?« »Das ist aber bestimmt sehr anziehend«, meinte Lukas freundlich. »Nicht wahr?« lispelte das Meermädchen beglückt und lächelte. »Das finde ich auch. Er sieht so elegant aus. Und dass er so gescheit ist, das kommt, glaube ich, von seiner Verwandtschaft. Schildkröten sind ja auch so sehr weise Tiere.« »Wo steckt er denn jetzt?« erkundigte sich Lukas. »Ja, seht ihr«, seufzte die Seejungfrau niedergeschlagen, »das ist eben die traurige Geschichte. Eigentlich ist mein Papa daran schuld. Ushaurischum ist nämlich mein Bräutigam. Und mein Vater hat ihm eine Aufgabe gestellt, die er lösen soll. Und wenn Ushaurischum sie lösen kann, dann, hat mein Vater gesagt, dann dürfen wir uns heiraten.
Aber die Aufgabe ist so furchtbar schwer, dass ich fürchte, es gibt auf der ganzen Welt überhaupt niemand, der sie lösen kann. Mein Bräutigam hat beim Abschied zu mir gesagt, so in 200 oder 300 Jahren würde er spätestens wiederkommen. Aber nun ist er schon 400 Jahre weg. Ich habe nicht einmal einen Brief von ihm bekommen. Und vielleicht lebt er ja auch schon längst nicht mehr. Hier brach die Meerprinzessin in Tränen aus und schluchzte ganz herzzerbrechend. Und wenn eine Seejungfrau weint, dann vergießt sie nicht nur ein paar kleine Tränen wie ein Menschenmädchen, das könnt ihr euch wohl vorstellen. Sie ist ja sozusagen ein ganz und gar wässriges Geschöpf. Und so liefen der kleinen Sursula Pitschi richtige Becher aus den Augen. Es spritzte nur so, beinahe, als ob man einen Schwamm ausdrückt. Die beiden Freunde waren ganz bestürzt über so viel Kummer, und Lukas meinte begütigend, »Er wird schon wiederkommen, kleine Dame.« »Aber was ist denn das für eine schwere Aufgabe, die König Lormoral ihm gestellt hat?« »Mein Bräutigam soll das Kristall der Ewigkeit machen«, erklärte die Seejungfrau und schluckte. »Das was?« fragte Jim. »Das Kristall der Ewigkeit«, wiederholte Sursula Pitschi. »Das ist ein ganz besonderes Glas, das niemals entzwei geht. Man kann es schmieden und hämmern wie Metall, aber nichts kann es zerstören. Dabei ist es klar und durchsichtig wie das reinste Wasser. Habt ihr die Krone auf dem Haupt meines Vaters gesehen? Sie ist aus dem Kristall der Ewigkeit und besteht schon seit es Meerbewohner gibt. Sie ist vor unausdenkbar langer Zeit von einem großen Meereskünstler gemacht worden und ist heute noch ebenso schön und makellos wie damals.« »Ach«, sagte Jim, und seine Augen wurden ganz rund vor Staunen, »aus was wird denn das Glas gemacht?« »Wer das Geheimnis kennt«, antwortete die Seejungfrau, »kann jedes Metall, Eisen, Blei oder Silber oder irgendein anderes in Kristall der Ewigkeit verwandeln. Aber es gibt immer nur ein Wesen, das dieses Geheimnis kennt. Und erst wenn das Wesen stirbt, ernennt es einen Nachfolger und sagt ihm ins Ohr, wie dieses wunderbare Glas gemacht wird.« Lukas meinte bedenklich, »Dann wird Ushaurishom aber vielleicht noch lange warten müssen, falls er den Betreffenden überhaupt findet, der ihm das Geheimnis sagen kann.« »Nein«, entgegnete die Seejungfrau, »mein Bräutigam ist ja selbst der letzte Nachfolger. Er hat die wunderbare Wissenschaft von einem alten Tiefseemeister gelernt.« Die beiden Freunde blickten sich verblüfft an. »Dann ist doch alles in bester Ordnung«, rief Lukas aus. »Ach«, seufzte die Seejungfrau, »wenn es nur darum ginge, das Geheimnis zu wissen, dann wäre alles gut. Leute, die es wussten, hat es bei uns immer gegeben. Und doch ist seit mehr als 100.000 Jahren kein Kristall der Ewigkeit mehr gemacht worden. Ihr müsst nämlich wissen, dass kein Wasserwesen allein dieses Glas machen kann, sondern nur mit einem anderen zusammen. Dieses andere muss aber ein Feuerwesen sein. Es hat einmal eine Zeit gegeben, da waren wir noch befreundet mit den Feuerwesen. Aber das ist sehr, sehr lange her. Niemand kann sich mehr genau erinnern, wann der Krieg zwischen den beiden Reichen ausgebrochen ist. Aber jedenfalls leben wir in Feindschaft. Seitdem ist niemals mehr neues Kristall der Ewigkeit gemacht worden.« »Aha«, brummte Lukas nachdenklich. »Und nun sucht Ushaurishom also ein Feuerwesen, das zum Frieden bereit ist.« »Ja«, nickte Prinzessin Sursula Pitschi, »schon seit 400 Jahren und vielleicht sucht er noch 10.000 Jahre. Es ist ja so schwer, eine so große und alte Feindschaft zu überwinden.« »Das lässt sich denken«, sagte Lukas, »besonders, wenn sich alle schon so daran gewöhnt haben.« Während sie sich so unterhielten, hatte das Meer und der Himmel nach und nach ein anderes Aussehen angenommen. Das Wasser wurde immer schwärzer und unheimlicher, und der Himmel war mit wild zerfetzten Wolken bedeckt. Nur noch selten kam der Mond oder ein glitzernder Stern zum Vorschein. Auch gingen die Wellen höher, und ihr Rollen und Donnern klang drohend und wild. »Jetzt sind wir schon im barbarischen Meer«, erklärte die Seejungfrau und erschauerte. »Bald werden wir den großen Magnet erreichen.« »Ist das nicht sehr gefährlich für Emma und Molly?« erkundigte sich Jim besorgt. »Ich meine,
weil sie doch ganz aus Eisen sind und der große Magnet sie vielleicht anzieht.« Die Seejungfrau schüttelte den Kopf. »Das hätte er schon längst getan, wenn er noch ganz wäre. Früher sind hier manchmal Schiffe gefahren, die vom rechten Kurs abgekommen waren. Dann gab es für sie keine Rettung und kein Entrinnen mehr. Sie wurden mit furchtbarer Gewalt angezogen und mussten zuletzt am Magnet zerschellen. Wenn sie aber zu wenden und davonzufahren versuchten, dann zog der Magnet alle Nägel und Eisenteile aus dem Schiff heraus, so dass es in lauter Stücke zerfiel und jämmerlich unterging. Aber heute wissen das alle Seeleute und hüten sich sehr, das barbarische Meer zu befahren.« »Aber es könnte doch trotzdem vorkommen«, meinte Jim, »dass sich ein Schiff hierher verirrt.« »Ja«, antwortete die Seejungfrau, »vorkommen könnte es schon, aber jetzt macht es ja nichts, weil der Magnet kaputt ist.« »Ja, aber«, beharrte Jim auf seinen Bedenken, »wenn wir ihn reparieren, dann geht er doch wieder.« »Ja«, gab die Seejungfrau zu, »dann sind freilich alle Schiffe, die hierher kommen, verloren, das ist wahr.« »Aber dann wäre es doch viel besser«, rief Jim aufgeregt, »wenn wir ihn kaputt lassen und wieder wegfahren.« Die Meerprinzessin starrte ihn ganz erschrocken an und murmelte, »dann wird das Meer nie wieder leuchten und ewige Finsternis wird in den Tiefen herrschen.« Alle drei schwiegen bestürzt und dachten nach. Was sollten sie tun? Sie mussten sich für eine von beiden Möglichkeiten entscheiden, aber was sie auch taten, es würde jemand Unheil bringen. Schließlich erklärte Lukas, sie wollten sich die Sache erst mal näher ansehen. Vielleicht fände sich doch noch eine Lösung, die für alle gleich gut sei. Es dauerte nicht mehr lange, bis sie am Horizont etwas durch die Dunkelheit blinken sahen. Als sie näher kamen und der Mond wieder einmal für einen Augenblick zwischen den Wolkenfetzen hervortrat, erkannten sie zwei gewaltige, wild zerklüftete Klippen aus blankem Eisen, die aus dem schwarzen Wasser aufragten. Ihre Umrisse hoben sich unheimlich gegen den Nachthimmel ab. Sie fuhren erst ein paar Mal um die Klippen herum, bis sie eine flache Stelle fanden, wo sie mit den Lokomotiven landen konnten. Als sie Emma und Molly aufs Trockene geschoben hatten, halfen sie zunächst einmal der Meerprinzessin, die 6 Seeschimmel auszuspannen, damit sich die Tiere nach der großen Anstrengung ein wenig frei im Meer tummeln und vielleicht auch etwas zu fressen suchen konnten. Während die Meerprinzessin es sich im seichten Wasser am Rand der Klippen bequem machte, zündete Lukas sich erstmal seine Pfeife wieder an, blies ein paar dicke Wolken und sagte dann zu Jim: »So, mein Junge, jetzt werden wir uns diese Beleuchtungsanlage mal gründlich ansehen.« »In Ordnung, Lukas«, antwortete Jim. Sie holten aus der Lokomotive den Werkzeugkasten und die große Taschenlampe, die ihnen schon auf der vorigen Fahrt so gute Dienste geleistet hatte, und als sie alles hatten, rief Lukas der Meerjungfrau zu: »Keine Angst, kleine Dame, wir sind bald wieder zurück.« Und dann machten sie sich auf den Weg.